Die Frage, die sich für uns heute stellt, sind dicke Autos witziger als dünne? Oder funktionieren Sketche in einem fetten Wagen besser als in irgendeiner Schmalspurkarre? Bei Frauen ist es so, behauptet Amaretto. Ja. Aber sollen wir uns das nochmal einsetzen? Wohnzimmer-Feeling. Witzig, aber ich lach schon, ne? Oder? Ich lach schon. Hammer. Ist das H2 oder H3 hier? H2. H2, das dicke. Ja. Aber ist ja schon im Sprachwort. Das ist der Hammer, sagt man ja schon. Das ist der Hammer. Sobald du drin sitzt, weißt du auch warum, oder? Das Ding ist der Hammer. Ein bisschen Arnold Schwarzenegger-Feeling. Ey, da muss Musik her. Da muss Musik in die Bude. Warte, ich versuch mal. Ich bin gleich. Hast du die Box angeschlossen? Ja. So, die muss man auch mal zeigen hier. Das ist sie. So. Ist an. Oder Dinge? Ja, klar. Okay, Amaretto, okay. Bist du bereit? Dann kann die Sendung losgehen. Ja, 3, 4. Jawohl, da sind wir wieder. Heute aus einem Hammer H2. Ein besonders witziges Auto, Homie. Obwohl man an der Ampel, glaube ich, mit so einem Ding schräg angeguckt wird. Mit Sicherheit. In Zeiten des Klimawandels. Vor allem schräg von unten nach oben. Ne? Weil man fährt jetzt die Kiste schon, das ist relativ... Man sitzt hoch. Ja. Nein, jetzt wird es Zeit für einen Sketch. Ah. Was könnte im Hammer funktionieren? Ein Hammer. Thema? Ein Hammer-Sketch? Ein Hammer-Hai? Ein Hammer-Hai? Oder. Was hast du? Schau mal. Wer hat was geschickt? Wir haben übrigens Damen zu Sendungen bekommen. Hier, die Heike schickt uns. Heike aus. Was ist das hier? Flensburg. Heike aus Flensburg schickt uns. Ich habe einen witzigen Sketch für euch. Er heißt das Interview beim Italiener. Ah. Ah. Ich finde immer geil, dass ich die vorher nicht sehen darf. Es gibt zwei Personen in diesem Sketch. Die Reporterin und Fernando. Darf ich den Fernando machen? Du hast lange Haare, du bist eigentlich die Reporterin. Boah, das kann ich auch sehen. Bist du Fernando? Ja. Okay, du bist Fernando. Eine Reporterin steht mit Ach, das ist dein Nachname. Du heißt Giovanni. Eine Reporterin steht mit Giovanni Fernando vor einem Brunnen. Fernando spricht freundlich und mit leicht italienischem Akzent. Okay, Gerd, kann ich machen. Kannst du machen? Kann ich machen. Reporterin in die Kamera. Ich befinde mich hier in Rom. Neben mir steht der Bürgermeister von Rom, mit dem ich jetzt über unser Nachbarland Italien sprechen will. Guten Tag. Warte, zu Fernando muss ich jetzt noch sagen. Buongiorno, Giovanni Fernando. Guten Tag. Russisch, ne? Olga. Mach nochmal Italienisch. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Reporterin in die Kamera. Ich werde den Bürgermeister jetzt fragen, ob die vielen Vorurteile gegenüber unseren italienischen Nachbarn nicht völlig übertrieben sind. Zu Fernando in Fantasie italienisch. Signore Fernando, il che esto vana spaghetti e aglio olio o sole mio Ferrari Rizzitelli amore bella con proforme Firenze la strada e stracciatella carbonara Vienna Italia. Fernando. Verzeihung, ich habe keine Worte verstanden. Aha. In die Kamera. Sie steigert sich immer mehr rein. Super, jetzt weiß ich, warum. Jetzt weiß ich, warum du Fernando sein wolltest. Reporterin. Herr Fernando sagt, dass diese Vorurteile alle zutreffen. Jeder. Und Herr Fernando betont, jeder Italiener ist extrem, super, extrem faul, super, super, extrem eifersüchtig und mega heißblütig und verfressen. Ist überhaupt kein Ausdruck für das, was die Italiener immer, immer, immer beim Essen veranstalten. Die reinste Schweineorgie ist das. Ekelhaft. Außerdem macht Herr Fernando noch auf die berüchtigten Mafia-Geschichten aufmerksam, die natürlich alle stimmen. Manche Paten essen sogar ihre eigenen Kinder. Herr Fernando hat sogar persönlich gesehen, wie der Bruder seines Stellvertreters mit Beton an den Füßen... Du darfst jetzt Reporterin unterbrechen? Entschuldige, das habe ich aber gar nicht gesagt. Ach nein, typisch nein. Italiener. Erst die große Klappe aufreißen und dann leugnen. Das haben wir gern. Und dann noch unhöflich werden. Einer Frau gegenüber. Aber was hätte ich auch anderes erwarten sollen von einem... Ja. Fernando schickt sich an zu gehen. Freundlich, aber bestimmt. Ich denke, Sie sind ein bisschen zu weit gegangen. Das war das letzte Interview, das ich eine deutsche Reporterin gegeben habe. So. Wenn Sie das meinen, okay, dann fahre ich jetzt eben nach Holland. Was sehr klar deutlich wird, finde ich, dass Heike aus Flensburg schlechte italienische Erfahrungen gemacht hat. Wir sollen mal nach Flensburg fahren, mal die Eisdielen testen. Vielleicht hat das da was mit den Eisdielen zu tun. Also Heike, vielen Dank für die Zusendung dieses Sketches. Ich muss sagen, ja, vielleicht hätte er in einem italienischen Fahrzeug besser funktioniert. Kann sein.
Das ist jetzt ein amerikanisches, ne? Ja. Auf jeden Fall. Beim Hammer eher in die Hose gegangen. Also, wir kommen zu einer Beschwerdemail. Kurzer Jingle vielleicht für diesen in die Hose gegangenen Sketch. Nee, der war noch schlechter. Der Jingle als der Sketch? Der Sketch, nee, der Sketch. Ach so. Dieser schöne Schlecht-Sketch-Jingle bringt mich sofort zu einer Reklamation mit dem Titel Grottenschlechter Kundenservice, Parkhaus Schwarzwald City. Aus unserer Rubrik Beschwerden. Schön. Ja, gut. Fick Beschwerden, Untertitel So tickt der Deutsche. So. Also, am 23.08.2012 bin ich nach Freiburg Innenstadt gefahren. No Name. Der Beschwerdeführer hat sich mit No Name selbst bedient. Ah, ich möchte nicht genannt werden. Das Parkhaus Schwarzwald City Freiburg habe ich zum Parken aufgesucht. Im Parkhaus im zweiten Untergeschoss gemessene 37 Grad plus und eine feuchte Luft zum Schneiden. Aber schön, schön beschrieben. Ja. Nach ca. 130 Minuten Parkzeit wollte ich am Bezahlungsautomaten meine Parkgebühr von 5,40 Euro bezahlen. Ich wusste von vor gut 3 Jahren, als ich dort schon mal das Parkhaus aufsuchte, dass man mit EC-Card oder auch mit Geldscheinen zahlen konnte. Merkst du dir, wo du vor 3 Jahren wie gezahlt hast? Ich habe letztens in Hengelo 55 Euro bezahlt. Aber, es geht weiter, aber ich hatte nur 50-Euro-Scheine in meiner Geldbörse. Hier, Plural, Betonung auf Plural natürlich. Der Automat nimmt aber nur bis zu 20-Euro-Scheine und kleinere Scheinwährungen an. Okay, dann halt eben mit der EC-Karte. Bisschen salopp geschrieben, das gefällt mir ganz gut hier bei dieser Beschwerde. Aber dann die Meldung, Karte ungültig. Hinter mir in der Schlange der anderen Bezahlwilligen ein Grummeln bis hin zu den Worten, wohl geklaute Karte. Oh. Ich habe mich an die Aufsicht gewendet und diese erklärt, dass meine EC-Karte nicht angenommen wird und ich nur einen 50-Euro-Schein zum Zahlen habe. Antwort der Aufsicht, tja, mit der EC-Karten der Volksbank gibt es immer Probleme. Darum wird diese Karte vom Automaten nicht mehr angenommen. Die machen doch den Weg frei, Frau Ja, natürlich, aber eben nicht hier im Schwarzwald. Nein, der Herr vom Parkhaus, nein, er kann keinen 50-Euro-Schein wechseln. Auf meine Frage, was ich denn nun machen solle als zahlungswilliger Kunde, nur Schulterzucken als eine Empfehlung, die 50 Euro Schein an angrenzenden Einkaufsläden zu wechseln. In so Beschwerden ist man, glaube ich, so in Rage, dass man auch mal vielleicht ein bisschen... Lang, oder? Oh, Telefon. Moment. Meine Frau. Ja, habe ich gesagt, ich bin arbeiten. Geh ran. Nee, bist du wahnsinnig. Ich kann hier. Oh, ist die Rückkopplung bei der... Nein, nicht, ich bin arbeiten. So, jetzt geht's weiter. Die war's wirklich. Hier, zahlungswilliger Kunde im Einkaufsladen zum Wechseln. Ich war in 5 Geschäften. In der ersten 4 Läden im Untergeschoss wurde ich abgewiesen von Nein, das machen wir nicht oder das dürfen wir nicht oder die Frage, haben Sie bei uns schon heute was eingekauft? Erst nach fast 20 Minuten in einem Reformhausladen, immer nett, war die nette Dame an der Kasse bereit, mir den 50-Euro-Schein zu wechseln. So viel zu dem Parkerlebnis in der Schwarzwald-City in Freiburg. Erstens extreme Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit trotz 2. Untergeschoss. Zweitens Treppenhaus ekelig verdreckt. Drittens sehr schlechter bzw. kein williger Kundendienst vorhanden. Viertens technisch veralteter Bezahlautomat, Bezahlung nicht mit allen EC-Karten möglich. Fünftens für das Gesamtpaket des Parkerlebnisses ist die Gebühr als Wucher zu bezeichnen. Von der Blam... Jetzt kommt... Das hört er gar nicht mehr auf. Da ist jemand richtig sauer. Der hat geparkt. Von der Blamage im Gegenwart anderer zahlungswilliger Kunden mal abgesehen. Dann noch als Bittsteller an mehreren Stellen, in Klammern Geschäften, zu versuchen, dass man einen 50-Euro-Geldschein gewechselt bekommt, mit einem zusätzlichen Zeitaufwand von 20 Minuten. Das ist die beste Reklame dafür, dass man dieses Parkhaus meiden sollte, als möglicher Kunde der Einkaufspassagen der Schwarzwald City und angrenzenden Einkaufsmöglichkeiten. Kunden, die eine EC-Karte der Volksbank Raiffeisenbank haben, davon soll es ja nicht wenige geben, in Klammern, ist dringend anzuraten, passendes Kleingeld zum Bezahlen der Parkgebühr bereitzuhalten. Ich dachte, man soll nicht hin. Ist egal. Da Freiburg selber nicht gerade gesegnet ist mit Parkhäusern, Plätzen, ein Gruß an Freiburg, am besten eine andere Einkaufsstadt aufsuchen, um sich solche Unannehmlichkeiten wie das Erlebnis im Parkhaus Schwarzwald City zu vermeiden. Nach Mailand fahren. Oder? Der Leser fragt sich nun vielleicht, warum wegen den paar Euros so einen Aufstand. Jetzt kommt's. Ich bin gespannt. Ganz einfach. Jedes Vorkommnis in der Servicewüste Deutschlands muss an die Öffentlichkeit. Ach. Und wenn es nur ein Ansatz ist, dass sich was ändern könnte. Vielen Dank für diesen Beitrag. Also das gibt's ja gar nicht. Da rufen wir an. Freiburg, mein Name ist
Ja, Bergmann hier, grüß Sie von der Raiffeisenbahn Freiburg. Ich habe eine Frage an uns, den Kunden herangetreten. Die wollten bei Ihnen bezahlen am Bezahlautomat im Parkhaus. Das war nicht möglich? Was? Was? Ich verstehe dich nicht. Von der Raiffeisenbank in Freiburg, Bergmann hier. Hallo, hören Sie mich? Ja, hallo, ich höre dich. Oder der Kunden sollte hier bezahlen. Ja, am Automaten. Kann man bei Ihnen, kann man bei Ihnen mit einer Karte unserer Bank die Parkgebühr... Was? Nein, bei mir nicht, vielleicht bei meinem vorigen Kollegen. Hallo? Niemand war hier zu mir gekommen, hat sich angefangen um 14 Uhr zu arbeiten, wegen dieser Geschichte, die du mir jetzt gerade erzählt hast. Vielleicht mein Kollege dabei frisch ist. So, ich habe keine Information von was Sie erzählen haben. Kann man denn bei Ihnen im Parkhaus mit EC-Karte bezahlen? Mit EC-Karte? Ja. Mit es gibt so viele Leute, die bezahlen mit EC-Karte. EC-Karte, wenn es ist Volksbank, Sparkasse, es geht bei unserer Kaffeeautomat. Und Raiffeisenbank? Ja, es geht auch ohne Problem. Da wollen wir mal, da kommen wir mal vorbei, weil wir haben gehört, dass Sie Kunden der Raiffeisenbank nicht akzeptieren. Ja, aber nicht Raiffeisenbank. Nein, es geht. Ja. Mhm. Haben Sie ein Konto in unserem Haus? Konto? Haben Sie ein Konto in der Raiffeisenbank Freiburg? Ja, ich habe ein Konto bei Volksbank. Aber bei euer habe ich kein Konto. Wollen Sie denn eins haben? Wir könnten Ihnen ein Begrüßungskonto einrichten. Na klar, ja, wir würden Ihnen vielleicht auch 5 Euro Startgebühr überweisen. Okay. Sie müssten nur eine geringe Lebensversicherung abschließen bei uns im Haus. Hallo, ich kann Sie jetzt ganz, ganz schlecht verstehen. Ich auch. Und wir haben ich habe einen Kundentermin. Ja, danke. Kommen Sie vorbei. Tschüss. Er hat aber ein Konto bei der Volksbank. Und ich war Raiffeisenbank. Aber ist nicht Volksbanken Raiffeisenbanken? Und das ist mein Handy. Und das, ich habe... Hast du eine Nummer? Unter Nummerunterdrückung. Der ruft mich Montag an. Hier. Ich werde verrückt. Wenn man mal im Autohaus ist, wollte man noch mal sagen, ne? Wenn man mal im Autohaus unterwegs ist und guckt sich ein paar Autos an und findet eins, was man schön findet, einfach mal reinsetzen. Ja. Einfach mal reinsetzen. Und wenn es ein Hummer ist, vielleicht gleich kaufen, weil das Auto ist wirklich ist zwar nicht witzig, aber fett. Fett! 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 Okay. Einfach, hey, reinsetzen. Jetzt schöner. Nee, das sollst du schön spielen. Komm, warte, da geht mehr. Nee, mach mal ein bisschen lauter. Also nochmal, komm. Hier, fetter Jingle. So, also in einem Hummer, da muss es krachen. Okay. So, dann mach ich Schluss nochmal. Jetzt mach. Jetzt rein. So, und jetzt. Einfach mal reinsetzen. Wee, 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 wee.